Moin Moin zusammen, in diesem Video erkläre ich dir ganz einfach, was die Sustainable Finance Disclosure Regulation, also SFDR, ist, was deren Klassifizierung und auch deren Ziele sind. Also dann legen wir mal los. Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR. Zu Deutsch übersetzt nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten. Und diese Verordnung regelt die Offenlegungspflichten von Finanzdienstleistern bezüglich der Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsthemen in ihren Strategien, Prozessen und Produkten. Also was meine ich jetzt damit? Finanzmarktteilnehmer und Finanzberater müssen auf ihrer Internetseite, in ihren vorverträglichen Angaben, in den Prospekten und in ihren regelmäßigen Reports Informationen über deren Nachhaltigkeitsrisiken sowie über deren nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen. Die ganzen Infos müssen da integriert werden. Das Ziel von der ganzen Sache ist, man will einen einheitlichen Standard für die Offenlegung von Informationen in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten schaffen und sicherstellen, dass Investoren klare und vergleichbare Informationen über die Nachhaltigkeit von Finanzprodukten erhalten. Zum Beispiel so ein Investmentfonds. Da soll jetzt halt für jeden da draußen es ganz einfach sein, um herauszufinden, ob der nachhaltig ist oder nicht. Und dann könnte er diesen auch zum Beispiel vergleichen. Also muss eine Erklärung zum Beispiel drin stehen, wie wurden die ESG-Faktoren berücksichtigt, also Environmental, Social and Governance. Dann, wie wurden Umweltauswirkungen von den Investitionen berücksichtigt, die man in diesen Investment vorhat. Oder gibt es mögliche Auswirkungen, also Nachhaltigkeitsrisiken, auf die Rendite des Fonds zum Beispiel. Also da auch wieder die Offenlegung von Umweltrisiken, sozialen Risiken und Governance-Risiken. Okay, was meine ich jetzt denn mit dem Detail? Naja, die SFDR, die fordert sozusagen die Transparenz dadurch, dass sie die Informationen vorgibt, die auf Entities und auch Produktebene bereitgestellt werden müssen. Was ist denn das jetzt wieder? Okay, die Entitätsebene. Das ist die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen auf der Ebene der Finanzinstitute oder der Finanzmarktteilnehmer. Also, dass sie einfach auf deren Homepage oder auf deren Flyern Informationen über die eigene Nachhaltigkeitsstrategie oder Nachhaltigkeitspolitik offenlegen müssen. Also gibt es irgendwelche Nachhaltigkeitsrisiken, die in die Entscheidungsprozesse grundsätzlich einfließen beim Unternehmen? Welche Auswirkungen hat eigentlich die Geschäftstätigkeit auf die nachhaltigen Ziele des Unternehmens, zum Beispiel des Finanzinstituts? Oder zu guter Letzt, macht das Unternehmen irgendwelche Maßnahmen, um nachhaltiges Wirtschaften zu fördern? Das ist die Entitätsebene, die verlangt man jetzt von dem Finanzinstitut oder dem Finanzmarktteilnehmer. Auf der Produktebene, also die Produkte, die sie anbieten zu Deutsch, müssen die nun die Offenlegung von Nachhaltigkeitsinformationen eben auf der Finanzproduktebene machen, wie zum Beispiel so ein Investmentfonds oder einem Versicherungsprodukt. Also sollen Informationen offengelegt werden über die Nachhaltigkeit jedes einzelnen Finanzproduktes, was sie anbieten. Also zum Beispiel, wie werden Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien, also die ESG-Kriterien, in die Anlagestrategie des Produkts integriert und welche Auswirkungen hat dann die Investition auf die nachhaltigen Ziele? Das müssen die jetzt offenlegen, diese Infos. Und zusätzlich hat die SFDR noch was gemacht. Gibt es eine sogenannte Produktklassifizierung, damit wir die besser miteinander vergleichen können. Die nennt man übrigens auch Nachhaltigkeitskategorien oder SFDR-Kategorien. Also schauen wir uns doch mal die Bad Boys im Detail an. Also Artikel 6, das sind so die traditionellen Finanzprodukte. Diese haben eben keine expliziten Nachhaltigkeitsziele, für sie gelten grundlegende Transparenzpflichten, aber es sind keine detaillierten Angaben zu Umwelt- oder Sozialaspekten erforderlich. Bei Artikel 8 sieht das Ganze anders aus. Das sind die hellgrünen bzw. die ESG-Produkte. Diese fördern bestimmte Umwelt- oder soziale Merkmale, ohne jedoch als nachhaltig im inneren Sinne zu gelten. Für diese Produkte gelten erweiterte Transparenzpflichten, einschließlich Informationen darüber, wie die ausgewiesenen Merkmale in der Anlagestrategie berücksichtigt werden. Das gehört zu dem Artikel 8 zu den Produkten. Und zu guter Letzt Artikel 9, die dunkelgrünen bzw. die Impact-Produkte. Genau diese haben eben nachhaltige Anlageziele und beabsichtigen, wesentliche positive Auswirkungen auf die Umwelt oder soziale Aspekte zu erzielen. Für diese gelten aber dann die strengsten Offenlegungsanforderungen, einschließlich umfassender Informationen darüber, wie die nachhaltigen Ziele verfolgt werden und welche Auswirkungen die Investitionen dann letztendlich haben. Also können wir uns ganz einfach merken,
Die SFDR hat einfach nur es möglich gemacht, dass wenn wir zum Beispiel so zwei Finanzfonds haben und beide behaupten, sie sind nachhaltig, dass, wenn die SFDR ist, dass wir genau wissen, welcher tatsächlich von den beiden das ist, anhand der Klassifizierung oder eben anhand der Informationen, die die offenlegen müssen.